Jo, moin, Leflüt und ahoi, liebe Landratten und Rättchen, und willkommen zu Terraria mit dem Kenny und dem Dagome und Anno und Valbo habt ihr hoffentlich auch mitgekriegt. Genau. Ja, ich habe meinen Namen schon wieder vergessen gehabt, deswegen. Ist abgesprungen, aber super, war Weltklasse. Ich applaudiere einfach schon mal. Ja. Auch Loser braucht mal Applaus. Das ist einfach am besten. Das ist einfach, ja. Ja, willkommen zu Terraria. Ja, wir sind ganz spontan eigentlich. Wir wollten eigentlich was anderes zocken. Ja, aber ja, sei es drum. Wir sind nun mal jetzt alle hier. Ups. Nicht in Star Trek, dank Valvorik. Alle, die Star Trek Online erwartet haben, bedankt euch bei Valvorik und Österreich. Oh, Funk ist schon wieder weggelaufen, das ist super Anfang hier. Ich hab ja, da ist er doch. Gut. Ich hab einen Stern eingesammelt. Wo willst du hin? Oh. Da geht mit Weg, Leute. So, gehen wir jetzt nach unten oder nach oben? Natürlich, ja. Weiß nicht, Anno, du spielst es ja zum ersten Mal. Ja. Der mit der Fackel läuft vor. Ich würde auch sagen. Na toll, ey. Wir laufen. Ich darf immer das Opfer spielen hier. Der Fackelträger, so wie der Trommler. So. Ich bin so wie der Trommler. Wir wagen uns ins Abenteuer. Was hat sie denn hier gebaut? Sorry. Unsere Treppe ins Glück. Ah ja. Na, da freue ich mich schon. Ja, das wird. Was das ist denn da? Ich sehe nichts. Aber ich finde das richtig aus. Plötzlich wurde es dunkel. Ja. Doch, Petrus fand das Scheitern nicht. Zombies. Oh. Hier die ganze Zeit mit der Fackel stehen, ne? Ja. Ist der Fackelträger. Oh. Ja, das Spiel ist total, ne? Kann das sein, dass es ab 18 ist oder so? Maximal. Das dürfen wir erst ab 23 Uhr hochladen. Vor bitte noch so ein Clip, der nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Ich laufe einfach mal rein. Also andere Leute da vielleicht. Wir warten so lange. Ich warte noch, bis ihr fertig seid, ja? Danke, okay, ja. Also ihr seht schon, da geht's schon besser los als in anderen Spielen von Kollegen, die gerade online sind. Jetzt. Wo es immer ein bisschen länger dauert, bis mal was da passiert, bis mal Action losgeht. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Gleich vom Anfang an, vor die Action. Ja. Wieder hüpfen halt. Wo kommt er denn wieder her? Ich hab keine Ahnung. Willst du mich mal bitte fragen, bevor du mich anfasst? Aber echt, ey, vor allem, ja. Das geht mal gar nicht mehrfach. Mein Körper gehört mir. Im Balbo. War das gut? Ist da kann unten was? Ach, ich sehe nichts. Wo bist du? Sieht auch nicht gut aus, ich geh da mal nicht hin. Alter! Ich kann dir helfen, aber ich kann dir wahrscheinlich nicht mehr geben, wo du Reifen drauf. Ich hab Gold gefunden. Er hatte die ganze Unterkau. Bist du denn? Hallo, ja. Wo war die Fackel? Oh. Mann, wir brauchen einen anderen Fackelträger. Wie viele Fackeln hast du noch, Kenny? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich die her hab. Ach so, ist auch schön. Oben im Inventar? Nö, da ist keine Fackel drin. Ich hab da einen Schuriken. Schokoriegel? Schokoriegel nicht, nein. Aber ein Schuriken. Ich könnte mir doch sicherlich sagen, was dieses rote Leuchten da rechts ist, was mich gerade so magisch anzieht, oder? Ja, ich hätte jetzt mal was. Das ist so. Ich glaube, Kenny schneller als ich da oben. Verdammt! Nein, Kenny! Nein! Also, ich baue wieder deinen Block ab. Nee, geht hey! Schön, dass hin und her gebaut, ja. Oha. Kommst du hin, Kenny? Ah, da leuchtet dir was rot. Super, da. Ich seh nichts mehr. Da leuchtet es gerade spontan verschwunden. Ihr merkt die Action, also ihr seht noch nichts von der Action. Die rechts ist sie da. Ja, Anruf lässt sich da rein. Ich bin nicht mal am Kloppen da drüben, da rechts, ich seh nix. Ich seh auch, aber ich klopfe einfach ins Direktor. Ach, hier, guck mal einer von uns die linke Schifftaste. Ja, da passiert bei mir null.
Da ist der Master. Jetzt hab ich eine Taste. Eine Fackel hab ich jetzt. Hä? Na dann, wieso, was? Bist du unser neuer Fackelträger? Ich hab da null, wenn ich links Shift drück. Ja, wahrscheinlich hast du noch nichts eingesammelt, um daraus eine Fackel zu machen. Ich schalte es mal. Was hast denn du eingesammelt? Weiß ich nicht. Irgendwas zum Fackeln machen. Ich kenn das Spiel doch auch nicht. Ich dachte, ihr seid hier die Pros. Ja, weiß ich. Ich wüsste nichts, woraus man Fackeln machen kann. Ich weiß nur, dass man die im Inventar hat. Wie kann man die tragen nochmal? Ist das. Achso, so, ja. Mit Escape sitzt ja nämlich das Inventar und oben kann man so eine Kurzleiste festlegen. Okay, dann sag ich noch eins. Auf 1 habe ich ein Kupferschwert und auf 2 die Kupferspitzhacke, Hacke, auf 3 die Axt und so weiter. Wo bist du jetzt eigentlich? Ach da, du hast versteckt. Gehen die Gegenstände eigentlich auch kaputt? Kommt drauf an, manche sind abnützbar. Also die Hacke und sowas nicht. Aber von manchen, jetzt von den Blöcken zum Beispiel, Schneeblock, da siehst du dann, wie viel du hast im Inventar. Ja, aber so Tools gehen, glaub ich, nicht kaputt. Nee. Yay! Juhu! Du kannst nur updaten. Oh, hast du was nein! Geschafft? Oh, Gott sei Dank. Ich liebe diese selbst entzündbaren Fackeln, die auch unter Wasser wieder angehen. Ja, das ist super, ne? Ist das? Das kannst okay, du wir können jetzt noch nicht abbauen. Okay. Wir brauchen erst eine bessere Axt dafür. Probiert am besten jetzt mal hier. Wenn man auf Eis springt, geht das Eis kaputt. Okay. Ich glaube überhaupt, den Eis zu spawnen, auf die Welt zu kommen, ist fies. Also wir haben schon erhöhte Schwierigkeitsbedingungen. Ja, ich glaube auch. Wenn wir jetzt noch vegetarisch spielen, ja, nee. Rutscht dann und kann dann eventuell in den Abgrund rutschen. Okay, das wäre gefährlich. Also ihr solltet euch entweder auf eine Richtung einigen oder einer läuft ohne Fackel rum. Achso, du hast eine Fackel. Na dann. Da ist sie wieder weg. Ja, wenn man einmal durch sein Inventar durchscrollt, schon ist es nicht mehr, aber ich kann halt wohl nichts machen, außer. Ein kurzer Moment der Erleuchtung. Hey, du darfst die Fackel tragen. Der ja, Fackelträger. Warte, ich hab da oben nämlich was gefunden. Denn? Ja. Okay. Kann der Fackelträger mal raufkommen? Ja, Kupfererz. Damit kann man sich dann auch eine Rüstung basteln zum Beispiel. Oder eine bessere Axt. Ja. Genau. Also man kann sich dann diverse Sachen bauen aus den Items, die man hier sammelt. Womit kann ich, oder wie kann ich bauen? Mit einer Werkbank. Herstellen Fackel. Aus Glibber und aus Wood kann man sich eine Fackel bauen. Okay. Jo. Wer ist denn jetzt gerade raus? Keine Ahnung. Ich bin noch da. Ich auch. Bin noch da. Ich habe gerade ein Skype-Geräusch gehabt, aber okay. Oder wieder da, keine Ahnung, egal. Wer ist denn noch hinten? Ja, genau. Ist da. Oh, ich kann eine Eisfackel machen. Uah. Dieses Rutschen nervt mich. Ja. Eisblock. Ja super, den kriege ich jetzt nicht. Aber ich habe das doch vorhin hingekriegt, wieso kann ich denn jetzt eigentlich keinen Block mehr setzen? Wie geht denn das noch? Wenn du da oben die Dinger ein bisschen ab... Ja? Hupf mal noch mal kurz. Okay, danke. Jetzt geh weg. Ich muss da was bauen. Wo du stehst. Danke. Okay. Ja, wenn ich nach unten gehe, dann ist es auch blöd, weil dann baust du mich. Ja. Dann hast du okay, keine Fackel mehr. Okay. Brauchen wir hier eine Werkbank? Nö, ne? Oder? Ich kann eine platzieren. Ja, das sollten wir vielleicht oben machen, wenn wir uns ein Haus bauen. Oder wir bauen uns hier ein Schneebungalow. Wäre ja, auch eine Idee. Schneebungalow? Ja, hast aber hohe Heizkosten, ne? Vor allen Dingen, dann hast du Schimmel in der Decke, weil es feucht wird. Ja, dann machen wir das eher oben, oder? Ich hätte auch gesagt. Also nochmal rauf. Ja. Was ist das? Oh. Da oben, warte mal. Warte, was? Tungstenblock, was auch immer das ist. Können wir vermutlich auch noch nicht abbauen, oder? Doch, so doch. Tungsten habe ich auch schon geerntet. Okay. Wow. Ich hasse. Das Rutschen ist doof, das stimmt. So. Okay, ihr putzt euch da hoch. Okay. Ja, so blöd dafür. Das war das Problem mit dem Eis, das Kenny vorher gemeint hat, glaube ich. Sobald man reinhüpft, geht's kaputt. Richtig. Okay. Okay,
Ja, aber da kommen wir doch wieder hoch, oder nicht? Da können wir, ja, da kommen wir wieder hoch. Da können wir uns durch. Mehr, oder? Ja, wir können uns raufbuddeln. Oh, schön. Ich leuchte euch so lang. Machen wir den mit Fackelträger, den nächsten. Ach du, die Leuchte. Hast du auch auf die Zeit geguckt? Oder was? Nö. Ich hab mein Handy vor mir, aber es ist ja doof, wenn ich dann sag so von, ja, es ist übrigens. Ja. Du musst einfach die Fackel ausmachen, wenn es so vorbei ist. Genau, das merkt man schon. Das merkt man dann schon. Wenn es dunkel wird, dann ist vorbei. Warte mal, kann ich das da oben noch bauen? Holen? Will das so nicht. Holst du das mal? Hier dieses Kupfer vor allem. Also. Das ist, glaube ich, oder? Müsste Kupfer sein. Ey, Kenny hat es dann auch geschafft. Na klar. Der Typ aus South Park, der immer hinten nachkommt. Ich bin auch da. Diesmal ohne rosa Cape. Orange. Cape? Cape? Ja. Nein! Lass mich doch nicht hier, Kenny. Ihr mobbt mich, ich suche mir ein eigenes Zuhause. Hä? Geht denn das jetzt nicht? Ihr müsst weiter raufjumpen. Noch weiter. Ja, noch weiter rauf, um das zu erreichen. Ich reiß gerade nichts aus dieser Höhe. Ja, aber ich krieg das irgendwie kaum hin, dass unter mir das Ding droppt. Jetzt so, komischerweise. Ja, geht auch nicht, weil da der Dago steht. Ah, okay. Wir mussten gerade Zeit noch hoppen, aber das, wie gesagt, wenn ich da nicht stehe, hast du kein Licht mehr oder. Ja. Nein, 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 da kommt schon wieder was. Nein, 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 nein. Sind wir da so tief reingegangen? Glaub schon, ja. Es schneit draußen. Alter, was ist das denn? Ein kleiner Airbus. Airbus? Greift mich irgendwas an, ey. Ein Airbus? Ich weiß nicht. Das ist vielleicht ein Auge. Das war aus wie bei Airline Tycoon. Eins von den kaputten Flugzeugen. Ist es eigentlich hell draußen gerade? Ja. Super. Nope. So viel zu, wir starten mal, wenn es hell ist. Nope. Wer ist denn Daniel? Das ist ein NPC. Kann ich den töten? Bitte. Nö, bitte. Will er nicht. Ach, bitte. Der Name hat's verdient. Ich fäll dann schon mal Holz, so ein bisschen, bis ihr oben seid. Dauert halt eh noch ein Weilchen, wa? Wir sind gleich da. Oh. Spielst du schon mit Pinguinen? Da ist Pinguin. Was kann man mit dem machen? Haustieren? Kaputt. Haustieren. Töten. Kannst du auch einfach Pinguin töten. Ich will den Haustieren. Haustieren. Einsperren. Ja, tut der mir was, wenn ich zu ihm rübergehe? Bestimmt, das ist der Pinguin des Bösen. Die Ausgeburt der Hölle. Flossen. Wir alle drei auf einen Baum rumklopfen. Der geht nicht kaputt. Also es gibt dann so verschiedene Ebenen, also verschiedene Areale. Biome in Minecraft. Dann, genau, da kommt dann auch irgendwann Wüste und so weiter. Vielleicht suchen wir uns mal ein Areal, wo wir irgendwie uns sesshaft werden können. Vielleicht nicht unbedingt im Schneebiom. Oha. Obwohl, ist doch jetzt weihnachtlich, passt doch. Naja. Stimmt eigentlich. Obwohl, jetzt habe ich gerade eine Idee, was ich zum Kalendervideo machen kann. Ja, moin, Leflit, willkommen zum 12. Türchen. Ja, ja. So, ich bin schon mal durch. Nicht, ja, klar. Ich glaube, in den Schätzen vorbei kann das sein. Echt? Da gibt es Schätze? Erklär mir erstmal, was ein Schatz ist. Ich spiele das hier zum ersten Mal. Ich komme von der anderen Seite. Noch mehr Kupfermünzen und jetzt wird's wieder dunkel, ey, dunkel. Super, oh, da ist ein Regenschirm da. Was ist das? Ist das gut? Ist das böse? Ist das. Das ist so ein Glibber wie vorher. Aua, jetzt wieder. Wow, jetzt weiß ich, welchen Airbus du vorher gemeint hast. Ja, genau, der ist das. Der Airbus. Komm da wieder runter! Komm wieder runter! Ich brauch Licht, Leute, ich brauch Licht! Wo bist du? Ich hab Glibber! Und irgendwas. Mach mal den Airbus kaputt. Ich bin hier. Achso, da. Ja, warte. Ach, den Airbus meinst du? Aua! Hier ist die geilste Ortsangabe, die es gibt, ey. Kannst du mich abholen? Ja, klar, wo bist du denn? Hier. Hier.
Hast aber noch nicht Peneticas, wo bist so du mit Rosinante gehört? Akku, wenn du jetzt nochmal dagegen läufst, dann gibt's aber eine Intelligenz. Ich bin in der Straße mit dem Baum. Ich bin in der Bahn. Welcher? Bis uns, Gott sei Dank, dass wir uns nicht gegenseitig damit totschlagen. Nee, das geht nicht. Zum Glück. Ja, ja, deswegen der Gott sei Dank. Einigermaßen zum Glück, ja. Wie ich sasse. Was genau jetzt? Darauf zu kommen. Oh, stimmt. Ja. Umbrella, Slime. Ja, buh. Ich will den Regenschirm, ich will den Regenschirm, ich will den Regenschirm. Ich komm da nicht hoch! Wieso komm ich da nicht hoch? Aua! Oh oh. Runter geht irgendwie leichter, ne? Ja. Was ja. Für ein... Ja, ich spiele mal alleine Terraria. Interessanterweise kommen die ja auch nicht weiter. Die Slimes kommen auch nicht hoch. Geht zu Anno runter weiter. What the fuck? Aua. Bist denn du schon wieder hin? So, jetzt nutzen wir die Gelegenheit. Einfach nach rechts. Alte Super Mario-Regel. Also, weil Boric ist hier nicht der Teamspieler. Wenn's nirgends so weiter geht, nach rechts. Team was? Team wer? Team wo? Es gibt ein Team. Ich dachte, hier ist jeder für sich. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Wie kriegt man eigentlich sein Leben wieder? Achso, das ist einfach Heiltrank. Geradeaus. Heiltrank, ey, du bist witzig. Mein Inventar ist hier voll mit so viel Kram, ich weiß gar nicht, was es ist. Komm mal hier hoch. Ich hab hier einen hingeschmissen, aus Versehen. Oh, ich glaube, ich habe jetzt ein paar zu viel hingeschmissen. Schön. Wenn du mir sagst, wie ich da rankomme, dann... Ah, hier unten. Einfach schwacher geradeaus. Heiltrank. Oh, genau, einfach geradeaus. Ja. Wie nehme ich die jetzt? 6? Hm? Ach, der Fackelmann ist da, passt. Wir können weiter. So, ich gehe mal wieder zurück. Ja. Freunde? Hallo? Freunde? Da Freunde trinkt man nur einmal was und schon ist keiner mehr da. Gut, es ist wie im wahren Leben, wenn man zu viel trinkt, aber... Freunde? Freunde oder Feinde? Wo bist du denn? Oh, immer rechts lang. Rechts! Oh Gott, wenn das schon ein Österreicher sagt. Ich wollte gerade sagen, wir dürfen das vielleicht, aber... Weil ruhig, du bist da raus. Links lang. Ey, wir haben immer noch keinen Haus. Hier, seid ihr das? Oder ist es ein Zombie? Nee, das ist... Das da geht jetzt gerade wieder die Nacht auf, hätte ich fast gesagt. Ja. Nacht geht Nacht auf. Geht auf. Geil. Ich höre der Trapsen, weißt du? So, wir fehlen jetzt wieder. Dagumi. Daru, glaube ich. Hängt diesem Loch. Du viert war eine doofe Idee. Ich komme jetzt. Oh, sorry, Pinguin. Das hört sich an, als ob du da unten wärst. Brauchst du Hilfe? Nee, ich putze mich jetzt hier einfach mal raus. Na dann. Ich meine, ihr könnt mir natürlich entgegenbuddeln, wenn ihr möchtet, aber. Alt. Boah, die Zombies sind hinter mir her. Wäre euch für Hilfe sehr gut. Warte, was hast denn du da alles mitgebracht? Oh Gott! Ich bin gleich tot! Aua! Ja, nein, super, ich glaub, gut, ich wurde getötet, liebe Leute. Super. Ich mache aber keinen Kill-Counter, das ist klar. So, wo bin ich denn? Oh Gott, ich bin mit Daniel hier. Oh Gott, da wurde gerade ein Pinguin getötet. Ah, das Auge. Die Auge. Die Pinguine. Alter, was geht hier los? Wir können uns auch einbauern, bis die Nacht vorbei ist. Wer? Ja. Aua. Aua. Leb. Bin ich eh der Einzige, der... Okay. Ich glaube, ich bin hier alleine, kann das sein? Aua. Nee, nicht mehr. Alle wieder zusammen. Schön. Das war unser Startpunkt übrigens. Ja. Ich laufe mal nach links raus. Vielleicht finde ich da irgendwo was. Oh Gott, ich habe einen Pinguin getötet. Entschuldigung, Pinguin. Also hey, hier seid ihr. So Münzen? Ist das ein Goldfisch? Okay, ich habe ihn getötet.